Liebe Moviefans, herzlich willkommen zum ZFF Dailies. Erste Weekend am 8. Zürich Film Festival hat uns einen grossen deutschen Gentleman gebracht. Sein Markenzeichen sind seine silbergrauen Haare und sein nobler Charakter. Der Mario Adorf ist in Zürich auf die Welt gekommen, hat sein ganzes Leben in Deutschland verbracht und seine bald 60-jährige Karriere hat ihn mit Filmen wie Rossini oder der Blechtrommel weltberühmt gemacht. ZFF Daily hat den Künstler und Gentleman Mario Adorf getroffen und hat mit ihm über seinen neuen Film «Die Libelle und das Nashorn» geredet und als erstes aber gerade wissen, wie es ihm denn so gefällt, zurück in seiner Geburtsstadt Zürich. Mr. Kimberly, ich habe einen Auftrag für Sie, den Sie nicht ablehnen können. Mr. Kimberly ist momentan außer Dienst. Nennen Sie mich Mademoiselle Oiseau. In 5 Minuten wird eine Frau mit einer roten Baskenmütze aus dem Hotel treten. Folgen Sie ihr und berichten Sie mir, was Sie sehen. Könnte sein, dass ich den Auftrag annehme. Haben Sie einen Lieblingsort hier in der Stadt? Auch früher war für mich das Niederdorf so, und da nicht mal, da war ich gerne und ja, spaziere da gerne durch diese Straßen. Doch nicht, also nicht, muss nicht die Bahnhofstraße sein, sondern eben die andere Seite. Sehr schön. Jetzt sind Sie hier, um Ihren neuen Film zu zeigen, Die Libelle und das Nashorn. Das ist ja eigentlich eine sehr minimalistische Anlage. 2 Hauptdarsteller. Ein Ort, dieses Hotel und nur eine Nacht. Was hat Sie gereizt an dieser minimalistischen Aufstellung? Ja, da muss ich sagen, dass es keine Wahl war. Die Regisseurin, die ja vorher einen Film hatte unterbrechen müssen wegen des Todes einer Schauspielerin, hat diesen Film in ganz kurzer Zeit geschrieben und mir vorgeschlagen, mitzuspielen, dabei zu sein, ohne dass ich überhaupt das Buch kannte. Also der normale Weg des Lesens, Drehbuch, sagen ja, nein oder das gab es nicht. Es gab ein spontanes Ja, um mir auch einfach zu helfen in ihrer Situation. Das ist ja klar, wenn dann mitten im Film ein Darsteller stirbt, dann ist das schon eine sehr bittere Sache. Und das hat sie sehr gut und sehr schnell gemacht. Und ich habe zugesagt und freue mich auch, dass ich das gemacht habe. Dann darf ich annehmen, bei der Libelle und dem Nashorn sind Sie aufgrund Ihrer Person das Nashorn. Das nehme ich mal an, ja. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß auch nicht, wie es zu dem Titel gekommen ist. Ich glaube, es war ein bisschen spielerisch, dass man darüber nachgedacht hat. Die Libelle war zuerst da, nehme ich an, glaube ich, zu erinnern. Und dann kam eben das Nashorn. Was ist das? Was bedeutet ein Nashorn? Ein Dickhäuter mal, nicht wahr? Also eigentlich ein bisschen ein Dickhäuter, aber nicht unerotisch, nicht? Er hat ja diese berühmte Horn, das er begehrt ist wegen seiner Aphrodisiakum, nicht? Also ein interessantes Tier, ein nicht schönes Tier, aber doch ein imposantes und beeindruckendes Tier. Ich habe selber schon Nashörner getroffen, nicht? Also in Afrika. Schon mit Nashörnern gesprochen? Gesprochen nicht, also, aber zumindest, ich habe sie aus ziemlicher Nähe gesehen, ja. Man muss nicht da auch nicht, also doch vorsichtig sein, letzten Endes. Beeindruckende Gestalten. Ja, das sind also enorme Tiere, nicht? Wie Sie, darf man sagen, beeindruckend. Sie kriegen diesen Tagen einige Preise für Ihr Lebenswerk als Schauspieler. Also wenn ich sage in diesen Tagen, in letzter Zeit, was kommt denn noch in Ihrem Lebenswerk? Was darf man von Ihnen als Nächstes noch erwarten? Naja, die Bezeichnung Lebenswerk macht ja keine große Freude, also als Begriff, dass man sagt, das war's, das ist vorbei und jetzt kommen nur noch so ein paar Preise. Während ich das doch ein bisschen anders sehe, ich arbeite ja, sind jetzt im Ganzen 3 Filme unterwegs. Ich habe noch einen anderen Film für das deutsche Fernsehen, 2. Fernsehen gemacht, der auch irgendwie gezeigt werden wird noch in diesem Winter, im nächsten Herbst oder Winter. Und beginne jetzt wieder einen Film im Oktober, einen Kinofilm wieder. Und habe ja noch diesen anderen inzwischen fertiggestellten Film, wo ich allerdings keine sehr große Rolle spiele. Dann werden wir hoffentlich noch viel sehen von Ihnen. Vielen Dank. Danke auch. Und wie man richtig gut die Party schmeißt, das wissen die wilden Schweden aus dem hohen Norden. Am ZFF wird auch gefeiert und zur Eröffnung von der ZFF-Reihe Neue Weltsicht hat das Gastland Schweden eingeladen in den Papiersaal in Zürich. Für den entsprechenden Soundtrack haben die schwedischen Indie-Rocker Friska Viljo gesorgt.
Wie jedes Jahr präsentiert ZFF ein Gastland, das bedeutend ist für die Filmszene. Dieses Jahr ist es Schweden und darum haben sie auch eine Party organisiert, die im Zeichen von Schweden steht, hier heute Abend im Papiersaal. Was mich besonders interessiert ist, was ist typisch für einen schwedischen Film? I would say it's very reality-based. You don't have very much Hollywood effects or production. It's kind of straightforward very much on the scripts. It's not only Bergman, it's new voices, new horizons, it's young people telling their stories about the new Sweden, which is very multicultural. It represents a lot about the time we have to think and reflect on our current situation. And I think it's reflected in the movies as well. It's the way we are, very reflective. Think of Swedish movies, there always seem to be like a murder and a depressed detective. What is typical for a Swedish movie? Am I right? We have a lot of those, I guess. It's the Krimi movement that's so big down here, you're talking about, right? I really don't like it, so I don't know, what do you think? I think the typical Swedish movie is more of more like a difficult movie and a little bit of an arty movie, like Tillsammans and there's some really good movies, but most of it is really shit. It's the same actors in every movie. And how important is film music for a good movie? What do you think? It's very important, I think. It's the mood setter for the whole movie. I mean, it sets the theme of your impressions, and I think it's really important. Thank you very much, guys. Have a good time. Enjoy some movies, hopefully. Das wär's gsi mit Friska Villior. Ist eine gute Zeit gsi da im Papiersaal. Wir wünschen euch noch ganz viel Spass mit dem nächsten Bericht in den nächsten Tag. Ich gebe wieder zurück zum Andi ins Studio. Und aus Schweden kommt auch unser heutiger ZFF Daily Filmtipp zum Sonntag, Cornelis. Der Troubadour Cornelis Vreeswijk lebt den wilden Rock'n'Roll der 60er Jahre, inklusive lautstarker Sozialkritik. In Schweden, da liebt man ihn wie einen Rockstar oder man verabscheut ihn bis zur Zensur. Das Biopic Cornelis ist wie ein Rocksong, direkt, rasant, poetisch und mit Herz. Der Film läuft im Kino Arthouse Le Paris am 4. ZFF Daily ist morgen wieder ab Mittag um 12 Uhr online für euch auf zff.com.